Noch sind nicht alle großen Titel bekannt, die wir auf der E3 bewundern dürfen. Aber selbst unter den bereits angekündigten Titeln finden sich viele, bei denen nach wie vor spannende Fragen offen sind. Und in diesem Video stelle ich euch deswegen genau das vor. Welche großen Blockbuster sind auf der E3 zu erwarten und was sind die spannenden Fragen, die da noch offen sind? Die Titel, die übrigens bislang nur als Gerücht gehandelt werden, und die wichtigsten Indie-Titel, die gibt's nochmal separat in einzelnen Videos. Viel Spaß! Über Civilization 6 wissen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Am 21.10. kommt's raus, rund 60 Euro wird's kosten, und zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine rund erneuerte Engine, sich ausbreitende Städte, ein dynamischer Technologiebaum sowie ein erweitertes Diplomatiesystem. Für hochgezogene Augenbrauen sorgte derweil aber der überarbeitete Grafikstil, da wird's nämlich einem Teil der Spieler wortwörtlich zu bunt. Einig sind sich aber viele, erstmal abwarten, wie das Ding in Bewegung aussieht, und ja, genau das werden wir zur E3 dann ja wohl sehen. Das erste Dishonored zeigte bereits wunderbare Ansätze für ein hervorragendes Spiel, aber leider ging ihm dann bei der Story und auch beim Gameplay stellenweise die Luft aus. Auf der exzellenten Basis lässt sich allerdings echt was aufbauen, das den Geist von Spielen wie Thief oder Deus Ex nacheifert. Und es ließe sich tatsächlich diesmal im zweiten Durchgang ein wahrhaft grandioses Spiel erschaffen. Ob Dishonored 2 diesen Sprung zum Meisterwerk gelingt oder ob wir, wie so oft, eher Anpassungen in Richtung Massenmarkt erwarten müssen, damit die Verkaufszahlen stimmen, das ist eine spannende Frage, die die E3 zumindest in Teilen beantworten sollte. Und auch wenn jetzt viele mit den Augen rollen, das große Shooter-Duell zwischen EA's Battlefield und Activision's Call of Duty ist nach wie vor interessant mit anzusehen. Und zwar ganz besonders in diesem Jahr. Durch den Wechsel ins Szenario des Ersten Weltkriegs und einen schmissigen Teaser-Trailer hat EA die erste Runde im Kampf um die Spielerherzen scheinbar klar gewonnen. Aber bleibt das auch so, wenn Battlefield 1 auf der E3 dann tatsächlich die Hosen runterlässt und erstmals richtiges Gameplay zeigt? Hat Infinite Warfare vielleicht sogar noch mehr in petto als dicke Panoramaaufnahmen vom Saturn? Und, wenn man so will, man könnte sogar noch Titanfall 2 in diesen Wettbewerb einrechnen. Und ja, so ein Duell der Giganten ist doch immer wieder schlicht unterhaltsam. Ghost Recon Wildlands war die Überraschungsankündigung bei Ubisoft auf der letztjährigen E3. Das Open-World-Sandbox-Spiel sah da aber noch ziemlich unfertig aus. In diesem Jahr wird's daher ernst. Wird das ein zweites The Division, nur mit offenerer Spielwelt? Hat etwa mein Kollege Julius Busch recht, der sich davon eine Art Open-World-Sandbox-Version der Heists aus GTA 5 verspricht? Genau das sind die Fragen, bei denen es in diesem Jahr spannend wird, denn wir kriegen endlich eine wirklich klare, genaue Vorstellung davon, was Ghost Recon Wildlands eigentlich ist. Hoffentlich zumindest. Kommen wir nochmal auf Titanfall 2 zurück. Das erste Titanfall gilt ja als Achtungserfolg. Mehr Bewegungsfreiheit, eine ganze Reihe frischer Ideen, wie der Wechsel zwischen Infanteriesoldat und Kampfroboter und der, ja, doch etwas kleiner geraten als erwartete Versuch, die Story direkt in den Multiplayer zu integrieren. All das ließ erahnen, dass die ehemaligen Call of Duty-Macher bei Respawn Entertainment versuchen, dem Genre neue Impulse zu geben. In Titanfall 2, so die Hoffnung, könnten jetzt all diese ersten Ideen zu einer großen, ausgefeilten Mischung heranwachsen und die Welt am Ende durch eine Singleplayer-Kampagne auch an Charakter gewinnen. Grund zur Skepsis gibt's ein kleines bisschen, weil, na, so irre lang war die Entwicklungszeit für diesen zweiten Teil ja nicht, aber wir werden sehen, wie viele Neuerungen stecken am Ende wirklich drin. Findet Titanfall 2 quasi zu seiner eigentlichen Form oder sind das alles leere Hoffnungen? Wir sind gespannt und die E3 dürfte da viele Antworten liefern. Das erste Mass Effect auf Next-Gen-Konsolen, der erste neue Teil in der Reihe nach dem von vielen Fans in Grund und Boden verdammten Teil 3, all das macht die große Enthüllung von Mass Effect Andromeda, die wir auf der E3 erwarten, extrem spannend. Dass EA das Spiel in einer Investorenpräsentation möglicherweise, Achtung, Achtung, nur möglicherweise unter Action eingeordnet hat, fügt dem Ganzen auch noch eine, ja, so einen Tropfen bange Erwartung hinzu, denn was genau machen sie jetzt aus Mass Effect Andromeda? Ist das noch die Art von Spiel, die wir kennen, oder geht die Reihe in eine neue Richtung? Und
da wir noch kein Fitzelchen Gameplay von dem Ding gesehen haben, es gerüchtehalber aber noch dieses Jahr vielleicht sogar erscheinen soll, wird's umso spannend. Genau dieser Zustand zwischen Zweifeln und Hoffen ist es, der sich zur E3 dann hoffentlich in die ein oder andere Richtung auflösen wird. Allein die Tatsache, dass es ein neues Dawn of War geben wird, hat Echtzeitfans eigentlich ja schon in Ekstase versetzt. Auf der E3 dürfen wir nun hoffentlich auch erstes Gameplay erwarten. Oh ja, und das wiederum gibt uns ganz simpel eine neue, genauere Vorstellung davon, ob der dritte Teil eine reine Fortsetzung wird oder ganz neue Ideen an Bord hat. Wir sind gespannt. Noch viel spannender, das erste neue Zelda für die Wii U ist grundsätzlich schon mal spannend. Klappert Nintendo nochmal da die alte Formel ab oder haben die Design-Genies von Nintendo tatsächlich nochmal einen Weg gefunden, diese altehrwürdige Serie neu zu erfinden? Damit nicht genug soll dieses Zelda aber jetzt neben der Wii U auch die geheimnisvolle Nintendo-Konsole NX als Starttitel bedienen. Und ja, die neue Konsole von Nintendo ist im Grunde genommen das aufregendste Geheimnis, das die Spielebranche derzeit parat hat. Lassen sich am Ende anhand dieses Zeldas erste Rückschlüsse ziehen, was uns mit dem NX erwartet? Wir sind gespannt und in Kürze wissen wir hoffentlich mehr. Von Elex haben wir bislang offiziell im Grunde nur ein paar Screenshots gesehen. Spannend wird's allerdings insbesondere dadurch, dass Elex zwar als neuartige Science-Fantasy-Mischung angekündigt wurde, erste geleakte Gameplay-Szenen von der PAX allerdings erstmal nach einem ziemlich herkömmlichen Teil der Risen-Serie aussahen. Kann Piranha Bytes diesmal also wirklich eine völlig neue Welt erschaffen? Tut ihnen der Publisher-Wechsel zu Nordic Games gut? Bekommen sie da vielleicht sogar mehr kreative Freiheit? Und schaffen sie es, ihre alten Fans tatsächlich doch nochmal so richtig umzuhauen? Auf der E3 wird's hoffentlich zum ersten Mal offizielles, öffentliches Gameplay von Elex geben und dann sind wir alle ein bisschen schlauer. Und ebenfalls bei Nordic Games zu Hause die Fortsetzungen zu Die Gilde und Spellforce. Hier ist nicht nur interessant, wie diese Fortsetzungen der beiden lange brachliegenden Serien überhaupt so werden, sondern auch wie viel Geld Nordic dafür locker macht. Beide Spiele sind nach heutigen Maßstäben doch eher Nischentitel, waren in ihrer Zeit aber durchaus aufwendig produziert. Wie sieht's da also mit den Nachfolgern aus und welche Konzessionen an modernes Spieldesign wird man bei diesen Neuauflagen eventuell machen müssen? Nachdem bisher über die Ankündigungen hinaus noch relativ wenig von den beiden Spielen zu sehen war, wird's auf der E3 langsam Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen und wir sind gespannt, wie die aussehen.